Wir kennen es fast alle. Beschwingt ist man gerade dabei, sein Zimmer aufzuräumen und gönnt sich dabei ein bisschen Musik, um die Motivation hochzuhalten. Doch dann passiert es. Ein kurzes Knacken, ein kleiner Schmerz im Ohr und die Kopfhörer sind draußen. Ich habe keine Ahnung, wie oft mich Kopfhörerkabel schon beim Aufräumen oder Ähnlichem gestört haben, aber seitdem ich die H2 Bluetooth-Kopfhörer besitze, ist einiges einfacher geworden. Die H2 kommen in einem schön minimalistisch gehaltenen Pappkarton. Auf der Vorderseite haben wir ein Produktbild, den Namen und die Farbangabe. An den Seiten finden wir dann nichts als schwarz und einen Barcode. Auf der Rückseite finden wir letztlich noch einen QR-Code und alle möglichen Qualitätssiegel. Kommen wir aber zum interessanten Teil und machen das Ding auf. Haben wir uns der Abdeckung entledigt, springt uns der Lieferumfang des kleinen Päckchens an. In diesem Fall die H2 selbst, ein kleines Ladekabel und ein paar extra Ohrstöpsel. Und die obligatorische Anleitung. Ob die jemals jemand gelesen hat? Eine Tasche oder irgendwas, um die H2 aufzubewahren oder zu transportieren, ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Aber bei einem Preis von 24,99 kann man darüber wohl hinwegsehen. Gucken wir uns lieber die H2 selbst an. Diese sind durch ein flaches Kabel miteinander verbunden. Und bevor jetzt die ersten schreien, ah, so viel also zu kabellos? Diabo, 1,11. Ja, es gibt echt komplett kabellose Kopfhörer, die kosten dann aber 100 € plus und fallen ständig aus den Ohren. Und dann auch weg. Denn sehen wir es doch mal positiv. Fällt doch mal ein Kopfhörer der H2 aus dem Ohr, so ist er immer noch per Kabel gesichert und die Chance, dass man ihn verliert, läuft gegen null. Außerdem verhindert die flache Bauweise des Kabels ein Verheddern der H2. Wie ihr sicher schon gesehen habt, haben die H2 eine Art Halterung für die Ohren. Diese mag zwar anfangs noch gewöhnungsbedürftig aussehen, spätestens wenn man dann aber fertig mit Aufräumen ist und sich seiner sportlichen Seite hinwenden möchte, lernt man den Ohrbügel der H2 beim abendlichen Joggen lieben. Nicht nur sind sie angenehm zu tragen und fallen schon nach einer Weile kaum noch auf, nein, sie versichern auch noch einen guten Halt und halten die H2 zuverlässig davon ab, von einem Kopf zu fallen. Kommen wir jetzt zur Bedienung. Diese findet komplett auf der rechten Seite statt. Eine meiner Meinung nach sehr gute Entscheidung, da man so keine störende Kontrolleinheit am Kopfhörer hat, wie es in den letzten Jahren eigentlich alle in ihr Kopfhörer haben. Statt also extra Gewicht auf das Kabel zu bringen, schalten wir die H2 mit einem langen Druck auf der rechten Seite ein. Die H2 fangen an zu blinken und können ab sofort mit unserem Handy oder Ähnlichem verbunden werden. Einmal verbunden, kann über einen Druck auf den einen Ausknopf die Musikwiedergabe gestartet und gestoppt werden. Sogar die Lautstärke kann über den rechten Kopfhörer eingestellt werden, eine Funktion, die gerade bei unterschiedlich ausgesteuerten Liedern unglaublich praktisch ist. Ein Überspringen von Liedern ist leider nicht möglich. Außerdem ist ein Mikrofon an Bord. Dieses soll angeblich zur Geräuschunterdrückung und für die Nutzung von Sprachbefehlen und Audio-Messages oder Anrufen genutzt werden. Für die Geräuschunterdrückung ist es ganz okay, aber für Anrufe und sowas kann ich es leider nicht benutzen, da mein Handy es einfach nicht ansteuert. Kommen wir aber zum wichtigsten Teil der Review, dem Klang. Und zu diesem kann ich nur sagen, der Bass fickt hart. In diesem Fall ist der Bass sogar so stark, dass ich bei der ersten Nutzung erstmal per Equalizer den Bass runterregeln musste, um keine Angst um meine Ohren haben zu müssen. Wenn man dies aber erstmal getan hat, ist der Klang echt ordentlich. Klar, die Höhen werden immer noch vom Bass dominiert, aber für knappe 25 € geht das voll in Ordnung. Wer allerdings keine Möglichkeit hat, den Bass runterzuregeln, dem kann ich die H2 persönlich nicht wirklich empfehlen. Das kann aber von Handy zu Handy variieren und ihr wisst ja, ihr habt 30 Tage Rückgaberecht, also probieren geht über studieren. Wenn man dann aber erstmal alles eingestellt hat, kann man seine Musik im Umkreis von ca. 10 Meter und für ungefähr 7 Stunden am Stück genießen. Ich habe die H2 zwar nie 7 Stunden am Stück genutzt, aber ich kann sagen, dass der Akku über die Woche bei täglicher, aber kurzer Benutzung nicht schlapp macht. Und ist der Akku dann doch mal leer, so kann das mitgelieferte Micro-USB-Kabel genutzt werden, um den Akku über das rechte Ohrteil wieder aufzuladen. Kommen wir nun zum Fazit. Sind die H2 ihre 25 € letztlich wert? Meiner Meinung nach ja. Zwar ist der Sound ein wenig basslastig und das Mikrofon kann man wirklich nicht gebrauchen, aber allein die gewonnene Freiheit, die man plötzlich hat, wenn man sich um kein Kabel mehr kümmern muss, was von Hose bis zum Kopf reicht, ist das Geld wert. Egal ob man aufräumt, joggen geht oder einfach nur auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit noch kurz ein bisschen Musik hören möchte, es gibt kein Kabel mehr, was aufwendig durch Schichten aus Jacken, T-Shirts oder ähnlichem geführt werden müsste. Man legt einfach schnell die H2 um und ist good to go. Von mir gibt es also eine klare Kaufempfehlung. Alle Links findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn ihr noch konstruktive Kritik habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Hier findet ihr noch meine restlichen bzw. letzten Videos. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.